Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Zufallsschach. A5 und B5. Nein, nicht B5. Oh Mann, grauenhaft. Ah, muss der denn Läufer G2 spielen? Tja. Und dann auch noch gegen 2268. Das gibt's doch nicht. Naja, was wir mal machen. Oh, er nimmt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, wir nehmen noch nicht. Also erstmal Springer E7 spielen und angucken. Genau, weil er den sowieso dann mit meinem Dings, dann vertreibt er meinen Turm sowieso. Einfach nur, damit wir seine Bauernstruktur ein bisschen schwächen. Jetzt könnten wir vielleicht. Na ne, dann deckt er G2. Andererseits wird es eventuell mal gehen, aber im Moment nicht. Okay, Läufer E7. Eigentlich möchte ich nicht tauschen. Deswegen spielen wir Dame C7. Bin mal gespannt, ob wir das noch schaffen, ey. Ich kann auch jetzt F6 spielen, ne? Auf Springer B5 hätte ich dann Dame B6, dann würde ich noch B2 kriegen. Springer B5, Dame B6. Okay, Läufer E3 spielt er. Jetzt rote natürlich C5 rauszunehmen. Und dann noch mehr zu tauschen, aber. Tja. Wenn er C5 nimmt, dann nehme ich E3. Okay. Zerstören wir seine Bauernstruktur noch weiter. Ich weiß, es ist nicht das Beste, aber eigentlich das Beste, was ich hier machen kann. Seine Bauernstruktur zu zerstören. Hauptsache, er hat Probleme zum Rochieren. Na, Rochier, damit C4 sieht echt gruselig aus mit A2 und so. Er kann. Dann nehme ich nicht König B1 spielen, muss dann König B2 spielen. Dann habe ich immer noch Springer C6 A5. Okay, er rochiert kurz. Er möchte das Risiko anscheinend nicht eingehen. Kann ich verstehen. Nehmen wir den. Nimm H4. Langsam denke ich, dass wir ein bisschen Gegenspiel bekommen. Oder spielt er zuerst das Läufer F4? Ne. Vielleicht Bauer F4. Oder H3. Okay, er spielt H3. Okay, Springer E5. Alles zum Königsflügel rüber. Gut ist, dass er nie Läufer F4 hat. Okay, Dame D3. Ja, jetzt E3 zu nehmen ist auch nicht so gut. Wir könnten. Ach, Springer B2 haben wir. Ja, komm. Dann sind wir nur noch eine Figur down. Geht auch noch. Bei der Bauernstruktur, die er hat. So, und jetzt. Komm, jetzt gehen wir auf den C-Bauern. Auf Läufer D2 habe ich, glaube ich, Springer D4 eventuell. Nee, geht nicht. Turm D3? Was bringt der Zug? Den verstehe ich nicht ganz. Gut, er deckt. Er deckt den Bauern aber. Jetzt ist er ganz schön passiv. Er kann sich jetzt kaum noch bewegen. Also der Turm, der kann nicht ziehen. Oh, der kann Läufer. Ne, dann kann der Turm auch nicht ziehen. Jetzt hat er seine beiden Läufer zugemacht. Das verstehe ich nicht ganz. Machen wir mal einen Wartezug.
Weiß nämlich nicht so ganz, was er ziehen soll. Ja, das wird auch so gut zurückkommen, hätte ich nicht gedacht, ey. Ich bin übrigens gegen Mauweiß-Foy42. Wollte ich eigentlich rausnehmen. Aber dann kann er einen Bauern nehmen. Ah, das habe ich übersehen. Wir könnten mal A3 angreifen. Wie deckt er den? Dame B2. Und dann Turm A4. Will ich wenigstens einen Bauern kriegen. Dann versuchen wir das mal, oder? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, das ist nicht so eine gute Stellung, aber auf jeden Fall besser als einen Turm weniger zu haben. Das Problem ist als Läuferpaar, aber im Moment ist es noch nicht gut. Ich muss es versuchen einzuschränken. Im Moment hat er selber eingeschränkt mit F4. Okay, jetzt könnten wir es eigentlich nehmen. Oder droht da irgendwas? Ich weiß nicht. Dame H5. Ich wollte eigentlich König E7 spielen. Okay, ich weiß nicht, was der Schach soll, aber verstehe nicht ganz. Läufer schlicht D5. Jetzt habe ich da bestimmt hier irgendeinen Trick. Warte mal. Dame C1. König G2. Dann Dame F4. Warte mal. Dame C1. Warte mal, wir können auch mal Springer D4, Läufer E6. Was mit Turm D4? Turm D4. Ein Turm nimmt. Turm D4, Turm D4. Dann kann ich einen Springer nehmen, wenn er Turm D4, CD4, dann kann ich einen Turm nehmen, wenn er Turm D4, Läufer E6 spielt. Dann kann ich Dame C1 spielen. Und kann dann Springer H4 spielen. Wenn die Dame dann wegzieht, dann kann ich Turm D3 spielen. Sollte gut sein. So, Läufer E6, Dame C1, König G2, Springer A4. Dame A4, Turm D3, das sieht gut aus. Und dann kann er nicht Läufer E6 spielen, weil dann hat er keine Dame E8 und so. Das ist dann besser, wenn ich die Dame erst ablenke. Was? Kann ich doch einfach so spielen. Das verstehe ich aber nicht. Okay. Jetzt hat er natürlich Bauern mehr. Überlege, ob ich mir den. Ich hole mir den direkt wieder am besten. Besten versuchen wir hier einen Dauerschach zu machen. Scheiße. Keine Zeit mehr. Ganz schön unfair. Aber er hat keine Wartezüge. Ich hätte nach C5 gehen sollen. Nein! Ah, dieser Sackgesicht. Hat auf Zeit gespielt. Das war auch ein Ding, ey.
Keine Ahnung, wie er das noch versaut hat. Auf jeden Fall hat er es geschafft. Ich mach mal wieder. Man kann auch einen Turm mal verlieren. Und trotzdem noch gewinnen. Ja, das. Ich denke, das ist besser für mich. Vor allem, wie er es dann noch gespielt hat. Er darf mich nicht nach C5 lassen. Das ist jetzt gewonnen für mich. Soweit ich weiß. Moment, nee. Ich darf nicht nach E5 gehen. Ich muss den spielen. Wenn er hierhin geht, dann muss ich nach E5 gehen. Ja, jetzt wäre es verloren gewesen. Ich muss hierhin gehen. Okay, wenn er hierhin geht. Moment, dann muss ich vielleicht nach oben gehen. Weil wenn er jetzt hierhin geht, dann kann ich hierhin gehen. Nee, das, warte mal. Das ist schlecht für mich. Oder warte mal, so. Dann kann ich vielleicht nach E7 gehen. Ah ne, jetzt habe ich auch keinen Zug mehr. Okay, was, wenn ich. Okay, wenn ich den spiele, geht er nach G6, G7, okay. Das ist schlecht für mich. Dann muss ich. Okay, das ist vielleicht noch richtig. Muss ich jetzt aber zurückgehen. Ich darf ihn nämlich nicht reinkommen lassen. Obwohl, hier kommt er jetzt auch rein. Ich bin eins noch zu langsam. Was ist, wenn ich hier jetzt B4 spiele? Weil dann hätte ich ja den Zug gewonnen, quasi. Ja, dann wird's gehen. Aber ich glaube, dann kann er... Nach B4 kann er, glaube ich, wieder hier rüber gehen und den Bauern abholen. Moment mal, zack. Ja, dann kann er, dann gewinnt er so. Okay, B4 darf ich auch nicht spielen. Bin ich am Zugzwang hier. Okay, den habe ich gespielt. Warte mal, was? Er hat den gespielt. Also wenn ich hier hochgehe. Das gewinne ich jetzt. Okay, wenn ich nach König B4, wenn er nach König B4 runtergeht. Ja gut, dann laufen die Bauern nicht, dann bin ich auch gewonnen. Ja, ich muss nach B4 gehen. Scheiße. Ja, das ist schwer in so einer kurzen Zeitkontrolle rauszukriegen. Na gut, was auch immer machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.